Da sind wir wieder. Willkommen zurück zum fetten Gemetzel. 2300 Soldaten auf beiden Seiten kämpfen um Ruhm und Ehre, um die Vorherrschaft. Könnte vielleicht sogar kriegsentscheidend sein, diese Schlacht, so ein bisschen. Wenn wir nämlich das jetzt hier schaffen, wirklich deutliche Würste zuzufügen, ohne selber allzu viele Leute zu verlieren. Wo geht der denn hin? Kein Bock mehr hast, dann sag einfach, ne? Ja, das war jetzt irgendwie alles cringe. Digga, warum töte ich denn keine Leute mehr? Au! Hallo? Halt! Au! Au! Oh, das ist alles sehr scheiße. Oh, oh, oh. Also, dass sie mein Schild kaputt gemacht haben, nehme ich ihn jetzt schon ein bisschen persönlich. Das war mein Lieblingsschild. Vom Feind haben wir jetzt knapp ein Drittel, ein bisschen über ein Drittel beseitigt. Ich alleine in der Zwischenzeit fast 30 Leute über den Teich gebracht. Das war das Pferd. Das wäre fast ich gewesen, um Himmels Willen. Der ist mit einer Lanze an mich herangeritten. Der hätte mich fast in die Nirvana befördert. Dann hätte ich bei den Senatoren die Roben zählen können. Komm, mach doch mal hinne hier. Immer noch 100%ige Killrate mit meinem Bogen heute. Immer noch. Eine perfekte Runde soweit. Aus meiner Lanze wurde übrigens eine Zweihandlanze. Du bist ein Arsch. Du nicht. Schlechte Idee. Ohne Schild. Ja, bewerft sie mit Speeren. Wo kommst du denn her? Leute, helft mir mal kurz. Digga, sein Ernst? Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Das hat ein Nachspiel, mein Lieber. Ich weiß noch nicht welches. Okay. Möchte meine 100%ige Trefferquote jetzt nicht durch so einen Idioten versauen. Aber der passt. Jawohl, geil. Noch 18 Hits. Dann habe ich wirklich einen kompletten Köcher mit Kills versemmelt. Was hier auch immer hier gerade abgeht. Okay. Bogenschützen töten ist immer effizient und einfach. Gut, ich habe ein Pferd getötet. Pferd ist auch ein Kill. Oh Gott, das ist mein Pferd jetzt. Nee, doch nicht. Kill ist Kill. Ob Pferd, ob Mensch. Okay, das war's. Scheiße. So, 285 zu 723. Tote bei uns 150 zu 340 und viele, viele, viele Verwundete. Das Problem ist, sie sind jetzt unorganisiert. Und wahrscheinlich sogar, ja, die sind am Spawnen und spawnen direkt in unseren Leuten drinne. Und ich gehe am Zahnfleisch in der Zwischenzeit. Grüßen Sie mir. Nix. Jetzt hätte ich fast dich abgestochen. Ja, okay. Das ist mir hier gerade etwas zu heiß für meinen Geschmack. Ich muss hier schnell weg. Leute, wo seid ihr? Oh Gott. SOS. Kurz zu meinen Jungs. Noch nebenbei ein paar Leute abstechen. Der hat wirklich jeden Baum mitgenommen. Was war das denn? Ach, die verpissen sich. Okay. Wir haben gewonnen. Ich habe nur 10 Leute verloren. Sehr schön. Wohin des Weges? Doch durch, oder? Sehr schön. Ja, fast die halbe Armee ist tot.
Super, Leute. Bin echt stolz auf euch. Da sind noch 52, 50, 49 berittene Bogenschützen am Leben. Die sind noch der Grund, warum es jetzt aktuell noch ein bisschen Krise gibt. 34, 33, 32. Sterben die jetzt einfach oder ziehen die sich zurück? Ich glaube, die ziehen sich zurück. Die fliehen, oder? Ja. Das dürfte richtig viel XP gebracht haben. 86% der Beute. Warum schaut dieser Germanenlord aus wie ein Römer? Mhm. Die sind schon besser. Meine Güte. So. Da haben wir noch jede Menge Gefangene, die wir uns nicht snacken konnten. Boah, das war... Alter. Alter Vater, war das viel Beute, ey. Scheiße. So, die Schlacht haben wir jedenfalls episch gewonnen. Machen wir uns jetzt wieder auf den Weg nach Uboruzis. Ja. Komm. Uzburzis. Na, also, das ist mir wurscht. So, belagern. Warum haben die schon wieder 200 Mann da drüben eigentlich? Wir bauen auch mal ein paar Bleeden mit. Sehr gut. Schießen die auf Mauern? Glaube, ne? Er schießt auf alle Fälle auf irgendwas. Ich weiß aber noch nicht auf was. Ich glaube, er möchte die Mauern zerstören. Ja. Ist auch, glaube ich, schon kaputt sogar. Da haben auch irgendwie einen Großteil der Leute ausgelöscht. Ja, komm. Das kämpfen wir nicht selber. Mir ist kein Bock drauf. So, Armee wird aufgelöst. Macht wieder alle, was ihr wollt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, das sind solche Trottel, ey. Das sind solche Holzköpfe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht alles alleine verteidigen. Fuck off, ey. Erobert doch mal eine Stadt oder so. Kann ich den jetzt wieder anheuern? Weil ich habe ja die andere... Aber ich glaube, das ist... Ne, geht nicht. Hat er überlegt, ob ich vielleicht, weil ich die andere ja in der Stadt gestellt habe, dass ich dann wieder extra Platz habe, aber... Sadly not. So, du hast wieder 60 Riesen. Füllen wir mal wieder unsere eigenen Taschen. Sollten auf alle Fälle ein paar Millionen auf dem Konto haben, wenn wir unsere Unabhängigkeit erklären. Die sind mal alle so angepisst. Die werden alle sehr, sehr penetrant sein, wenn es dann darum geht, uns den Gar auszumachen. Okay, gut. Können wir was aufleveln? Einen. Wow. Okay, Ausstrahlung. Doppelter Verhältniszuwachs, wenn ihr Fürsten in der Schlacht helft. Plus 5 Einfluss pro Tag. Und jetzt bekommen wir dann wahrscheinlich, Achso. Nee, keine Ahnung. Clan-Anführer plus ein Gefährten damit. Wow, wie großherzig. Minus 25% Sold und Verbesserungskosten für Söldner in eurem Trupp. Gefangene in eurem Trupp bieten Tragekapazität, als wären sie Standard. Plus ein Baugeschwindigkeit, je 3 Gefangene. Ja, Digga, keine Ahnung, was ich davon mache. Das ist beide scheiße. Plus 5% Regenerationsrate für alle Naten.
Ja, das passt auch. Taktik. Was haben wir noch mit Taktik? Plus 25% Schaden gegen die Belagerungsmaschine des Belagerungsverteidigers. Plus 25% Chance, Belagerungsverteidigungstruppen beim Belagerungsbeschuss doppelten Schaden zuzufügen. Okay, machen wir das. So, Freunde der Nacht. 456 ist unser Truppenlimit. Das Problem ist, ich bin ja nicht blöd. Ich bin ja relativ intelligent. Ja, okay. Da müssen wir eingreifen. Ja. So, wir helfen natürlich. Wow. Wow. Das schaut geil aus. Das schaut richtig geil aus. Gänsehaut gerade so ein bisschen. Das ist geil. In der Abendsonne kämpfen wir um Ruhm und Ehre. Auf dem Papier. Jeder Soldat, der heute sein Leben verliert, wird es verlieren für eine gute Sache. Das ist geil. Das sind diese Szenarios, die ich so lieb. Oh Gott. Bisschen Aggro unterwegs, hm? Männer, seid ihr ready? Schießt ihr auch schon? Die schießen auf mich. Erwidert das Feuer, Holzköpfe. Feuer frei. Jawohl, anlegen, zielen und Feuer. Ja, sehr schön. Schießt sie nieder, die Kavallerie. Na, na, na. Keine Kraftausdrücke. Anlegen. Aufspießen. Wäre krass, wenn da noch so eine Leiche hängen bleiben würde. Am Speer. Das mir erst abschütteln müsste. Habe ich komische Ideen manchmal? Ja. Wäre es realistisch? Bestimmt. Wäre zu schwer und ich würde den Spieler verlieren? Auch wahrscheinlich, ja. Schön, wie ihr die Banner hier hochhaltet. Bringt euch aber nichts. Ja, das ist ein Gemetzel. Wollen wahrscheinlich wieder nach Oburzis latschen. Ich frage mich, ob das die Überreste der Armee sind, die uns die andere, also die jetzt Mundschalt, Mundschier, ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt marschiert unsere Kavallerie schön in die Bogenschützen rein. Jetzt mal kurz Kavallerie hier mal so reinchargen. Und? Machen sie es? Schön die Bogenschützen ausschalten. So. Ich glaube, es hat funktioniert. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Warte mal. Stopp, was mache ich denn? Jetzt. Verluste 6 zu 80. Feindliche Verluste 80 und 180 Verwundete. Und das Schöne ist, die Verwundeten kann ich gleich wieder alle verkaufen im Marktplatz. In der Taverne. Boah, ja, scheiße, gell? Der denn hier? Bleiben Sie stehen! Stopp! Sehr wohl. Boah, ich komme mir voll böse vor. So Darth Vader-like. Okay, der war schlecht. Okay, komm. Damit ist die Armee endgültig ausgelöscht. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich heiße Pagarios. Dürfte ich euren Namen erfahren? Was? Euer Verhältnis wird um 102... Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen unbalanced, aber gleich um 100. Aber gut, der mag mich jetzt. Das ist schon mal positiv.
Das Problem ist halt, so eine große Armee, die fressen halt wie die Ratten, ne? Das ist das Hauptproblem. Musham war es, oder Musham. Das Schloss haben sie erobert. Ich gehe jetzt trotzdem erst wieder nach Obuzis. Ich könnte, ja, ich hab's so hart gewusst, ey. Ich hab's ja so hart gewusst. Geht mir das auf den Sack, ey. Wie viele Armeen soll ich denn noch auslöschen von den Clowns? 180. Greifen die direkt an, ist halt die Frage jetzt, ne? Ja, ich weiß selber, dass die es belagern. Also ganz retarded bin ich auch nicht. Greifen die schon an? Ja, ich denke schon, oder? Okay, es ist Tag und damit den Verteidigern zur Seite stehen. Nee! Greift das Belagerungslager an. Enorm viele Schlachten aktuell, muss ich schon wirklich sagen. Ne, sorry. Hä? Also. Ah, viel Kavallerie. Leute. Seid ihr bereit für den Kavalleriekampf? hi. Da kommt sie, unsere Schlachtlinie. Ich würde mir das Ganze mal ein bisschen gerne in Ruhe anschauen. Da werfen sie die Speere. Schon mal ein paar Kills auf alle Fälle durch den Speerwurf. Da liegen sie schon alle am Boden. Wenn die mit Speeren werfen, tue ich mit Speeren stechen. Trotzdem haben die keine Chance. Wir sind allein schon, was die Erfahrung unserer Einheiten angeht, brutal überlegen normalerweise. Hä? Was hat denn der für einen Abfall, Alter? Krass. Wollt ihr werfen? Wichtig ist immer die Bogenschützen nerven. Bogenschützen sind immer noch die, die uns am meisten Damage machen könnten, wenn sie denn wollten. Aber wo wollen sie wollten? Ich kann auch einen weiteren Begleiter rekrutieren, glaube ich, ne? Eben denn da noch so viele? Irgendwie ist es cringe, aber ich mache einfach weiter damit. Dass das funktioniert, ist halt auch so geil. Oh, nächste Welle. Unsere Hauptfront hat gewonnen, unsere Hauptlinie. Da kommt wieder Speere geflogen. Plus ich reite die alle über den Haufen. Wie viele Kills habe ich bis jetzt gemacht? Wo bin ich denn? Wo ist Krabbe? Da, 34 Kills habe ich bis jetzt gemacht. Das ist eine meiner besten Runden. Tja, und aus den 800 Mann werden verbleiben, wenn es gut geht, ein paar hundert in meinen Gefangenschaften. Wird denen hoffentlich eine Lehre sein, meine Sachen anzugreifen. Der war nice. Muss ich mich schon selber loben. Okay, der war auch nice. Der auch. Ah, den erwische ich nicht, oder?
Das die Steppe des Todes. Ah, ich hätte den fast getroffen. Glückspilz. Und... okay, da war Luck. Und das war's, oder? Dachte ich mir. Sehr schön. 42% der Beute nur? Ich bin der Einzige, der die ganze... ohne Witz, ich habe, glaube ich, um die 3000 Einheiten getötet die letzten Minuten. Das kriege ich nix. Alle verarschen, oder? 235.000 habe ich. So, das sind noch meine Bausachen, oder was? Das ist cool. Okay. Ah ne, ich habe es ja nicht mehr verloren. Egal, passt schon. Armee wird aufgelöst. Macht wieder alle euer eigenes Ding, bitte. Ich muss jetzt halt mal gucken, dass wir hier irgendwie mal unsere ganzen Gefangenen wieder loswerden. So, rekrutieren können wir da nichts. Das ist schade. Ich habe auch keine Quests, die ich abschließen kann. Ich würde tatsächlich jetzt mal gerne Quests abschließen. Das ist denn jetzt schon wieder... ach komm, Alter, ihr geht mir so hart auf den Sack. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst jetzt. Ey, das ist doch... das ist doch ein Joke, oder? Die kommen alle 5 Sekunden mit einer neuen Fullstack-Armee angeschissen, ey. So, jetzt baut erstmal euer Lager auf. So. Angriff. Dann greifen wir mal an, Freunde. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder zur 10. Verteidigung von Usburzis. Macht's gut. Tschüss.